Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute geht es um die relativ schwere Insta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Insta-Box erscheint viermal im Jahr, also alle drei Monate. Und das hier ist dann die Ausgabe für, was haben wir? März, April und Mai. Das heißt, da ist auch mein Geburtstagsmonat mit dabei und das war ein Reim. Yay! Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank nochmal an das liebe Insta-Box-Team. Deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, am besten hast du mich schon abonniert oder du machst es. Das kannst du hier unten einmal nachholen. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn die Community wächst. Und ja, genau. Ab 25 Euro gibt es das Schätzelein. Ist damit eine relativ günstige Beautybox, wenn ich das mal so sagen darf, weil die anderen auch immer so ab 12,50 Euro pro Monat kosten. Ne? Darf man nicht vergessen, wenn man das Ganze so vergleicht. Genau, ich habe irgendwie so einen kleinen Schnupper. Ich glaube, ne? Dann lasse ich mal kurz den Elefanten raus. Hätte ich vorher machen können, habe ich vergessen, aber ich komme gerade von draußen. Da war ich gerade mit Sammy, weil der musste mal. Und als wir wieder reingekommen sind, ist er direkt hier ins Zimmer gegangen und hat so, ne, sich hingesetzt nach dem Motto, Frauchen, jetzt wäre es mal Zeit, dass du hier langsam anfängst zu filmen. Ja, genau. Ich entferne den Deckel und ja, wir haben die Spring Edition. Haben hier auch nochmal so einen Flyer mit Gutscheincodes drin. Das ist immer ganz nice. Und wie gesagt, immer zu passen zu den jeweiligen Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben wir die jeweilige Edition. Und das ist schon mal sehr, sehr hübsch. Ne? Aktuell gibt es auch auf der Homepage so eine 10 Euro Rabattaktion. Das heißt, die gibt es sogar aktuell, wenn du die im flexiblen Abo holst, für 19,95 Euro. Pro, also für eine Box, danach wird es aber halt teurer. Und oder wenn du halt dieses Jahresabo nimmst, dann zahlst du 22,50 für, also pro Box, also 10 Euro Rabatt halt. Ne? Genau, wir haben Seidenpapier, was mit einem Klebe zusammengehalten wird. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil das ist tatsächlich eine von den Boxen, wo mir die Hälfte gerne entgegenfliegt. Hier haben wir auch schon den ersten Blick in die Box. Die ist immer schön gefüllt mit Produkten, die so sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege enthalten. Und die ist immer sehr, sehr prall gefüllt. Und ich fange schon mal mit dem ersten an. Da habe ich von Avon ein Loaded Lip Lacquer. Ich habe witzigerweise letztens erst von Avon dieses Lippenöl leer gemacht. Und das hat mir echt gut gefallen. Das ist sehr ähnlich so aufgebaut. Kommt in meinen Schminky Full Face Beauty Boxen rein. Das ist mal eine geile Farbe, ne? So ein richtig schönes Pink. Komm, den kann ich doch theoretisch jetzt auch eben mal über meine Lippen drüber machen. Ich habe jetzt ja nur so ein relativ, passt farblich auch, Lippenproduktgedönsen drauf. Lippenstift. Ui. Riecht übrigens sehr süß. Hm. Sehr geil. Das schreit Frühling, ne? Ich habe, oder ich bekomme in letzter Zeit auch öfters die Werbung von... Oh, das schmeckt auch süß. Mmh. Oh, Zuckerbaby. Mmh. Die Werbung von Toys R Us oder so. Der Frühling beginnt. Der Frühling wird bunt, keine Ahnung. Und das stimmt und das finde ich total großartig. Boah, ist das geil. Oh, die hat mich ein bisschen vermalt. Das ist nicht schlimm. Lässt die Lippen schön glänzen. Kommt aber, wie gesagt, wirklich in das Full Face Beauty Boxen rein. Mega angenehm. Mmh. Ein bisschen aufpassen, weil man könnte patzen. Aber schön. Also das gefällt mir tatsächlich sehr. Dann habe ich hier das nächste Produkt von Maria Garnier Paris. Oh, ein Nagellack. 7 ml in der Farbe 50702. Keine Ahnung. Auch der wird natürlich dann in dem Full Face Beauty Boxen zu sehen sein. Den mache ich mir dann vorher drauf und dann könnt ihr den sehen. Ist aber eine recht schöne Farbe. Ich dachte erst, es wäre so ein Nude. Aber es ist nicht nur ein Nude. Es ist auch ein Perlmutt mit dabei. Das ist irgendwie ganz nice. Jetzt gucke ich mir mal das Pinselchen an. Oh, schön breit. Das mag ich. Ich mag das nicht, wenn das so kleine Fizzle-Pinselchen sind, ne? Das finde ich dann immer ein bisschen öde. Ich brauche jetzt nicht dran riechen, weil der wird nach Nagellack riechen. Nee, das finde ich echt cool. Nagellack in so einem Nude Perlmutt, das mag ich. Das ist auch, wenn du so ein bisschen gebräunte Haut hast, ne? Sieht das ganz geil aus mit so einem Nagellack.
dann so ein Liplacker dabei. Das schreibt schon mal für mich ziemlich Frühling. Ich bin immer ein bisschen, verhalten, weil ich hier oft tatsächlich auch spoilern. Liebe InStyle-Fans, wissen Sie noch, also man wird gesiezt, es ist eine Box, die sich mehr so an erwachsene Damen halt richtet. Wir haben hier auch, genau, gar keine Preise mit drin stehen, ne? Und wir haben hier auch drei Ausgaben von dem InStyle E-Paper mit dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat ja auch seinen Wert, das finde ich immer ganz nice. Wissen Sie noch, als vor wenigen Jahren die Formulierung "gönn dir" aufkam? War das schon vor Jahren? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich sage es tatsächlich öfters auch mal. Das war lange vor der Pandemie, aber das Mindset dieses Spruchs, der Aufruf, sich selbst etwas Gutes zu tun, war nie aktueller und das stimmt. Das hauen die jetzt ja aktuell in den Boxen auch alle total raus und ich finde es aber sehr charmant und ich mag das auch, ne? Was sind wir alle genervt vom andauernden Verzicht auf vieles, das das Leben schöner macht? Gesundheit hat natürlich Vorrang, aber wir wollen dennoch unsere Zeit genießen. Mit der InStyle-Box geht das zum Glück hervorragend. Ich finde allein diese Formulierung, da merkt man halt, ne, es ist nicht an Teenager gerichtet. Mein Highlight in dieser Box ist, ne, ich will das hier nicht vorlesen. Ja, wir werden jetzt gespoilert dadurch, dass ich ja das Unboxing mache, aber wisst ihr Bescheid. Ich möchte mich trotzdem nicht spoilern lassen, es ist merkwürdig. Hier habe ich von Cox hier Black Snail Collagen Eye Cream. Das ist Anti-Wrinkle. Sammy, was ist Anti-Wrinkle? Also an die Falten und nährend. Snail, Kollagen und Black Bean. Also mit Snail, ernsthaft? Das ist mit Schnecke, mit Kollagen und mit schwarzen Bohnen. Das ist eine sehr interessante Inhaltsstoffbeschreibung. 30 Milliliter ist richtig, richtig viel. Scheint koreanisch zu sein, denn hier haben wir die ganzen koreanischen Zeichen hier drauf. Interessant. Aber es ist riesig, Leute, ne? Das ist ja echt krass. Eine riesen Tube. Also normalerweise hat Augencreme 15, maximal 20 Milliliter. Aber 30 ist meine Ansage. Ich hoffe, dass dieser Schneckenschleim hergestellt wurde aus nicht gesunden, sondern glücklichen Schnecken, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja immer so ein bisschen, können wir uns gerne in den Kommentaren drüber austauschen, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall relativ viel Bash kommen wird, weil immer wenn da irgendwas mit Schneckengedönsen drin ist, sagen die Leute, oh, die armen Schnecken und man weiß nicht, wie es gewonnen wird. Ich weiß es auch nicht, wirklich nicht. Ich habe da noch nie eine Reportage zu gesehen, vielleicht steht in diesem Heftchen irgendwas mit drin. Man hätte auch eine Kollagen-Cream hier drin haben können oder die wird hier noch drin sein. Mal gucken. Die Black Snail Collagen Eye Cream ist eine funktionelle Antifaltenpflege. So eignet sie sich nicht nur zur Verminderung von Fältchen um die Augen, sondern kann auch für Falten in der Stirnpartie und um den Mund genutzt werden. Ach, guck mal. Die Geheimwaffe der Creme ist der Inhaltsstoff Adenosin. Er verleiht den faltigen Partien Elastizität und kann tief in die Haut eindringen. So kann die Haut tiefenrein mit Nährstoffen versorgt und tiefe Linien gemindert werden. Ein Produkt in ihrer Box, genau, dann hätte man alternativ nämlich noch die Creme drin haben können. Ich weiß es wirklich nicht, wie da so die, ne, Herstellung ist. Ich persönlich in meiner Babyblümchenwelt stelle mir das ja so vor, dass da einfach so ein paar Schnecken sind, die auch ein schönes Leben haben, auch vielleicht ab und an mal ein saftiges Salatblatt kriegen und dann werden die halt zur Ernte irgendwie auf so ein was auch immer Gitter gegeben und dann, wie halt beim Schneckenrennen, sollen die halt drüber rennen und auf der anderen Seite steht ein wunderschöner Salatkopf, wo die Bock drauf haben und werden die dann über dieses Gitter gleiten, was denen überhaupt nicht wehtut, hoffe ich, geht dann einfach der Schneckenschleim von den Ganzen runter und das kommt dann hier rein. So meine Idee, keine Ahnung, ich glaube, das muss ich tatsächlich mal googeln. Ja, aber in letzter Zeit habe ich so viele Sachen gegoogelt, dass ich aktuell nicht mal Bock habe, eine Salami zu essen. Aber gut, ja, dann habe ich hier etwas drin, was hübsch aussieht. Hier steht nicht drauf, wovon das ist. Das ist so ein süßes Säckchen. Was ist da drin? Ich meine, wir haben hier Beauty- und Lifestyle-Produkte drin. Ne? Das heißt, du kannst hier auch mal Schmuck oder sowas drin haben. Och, ist das hübsch. Och, ist das hübsch. Och, och. Och, ist das hübsch. Das ist ein Armkettchen. Und das ist wirklich schön. Hatten wir das? Ich muss gerade mal rüberschielen. Das
Es kommt mir gerade so bekannt vor, als ob ich das letztens in einer Barbara-Box oder so drin gehabt hätte. Weil so ein ähnliches... Upsala. Habe ich tatsächlich? Nee. Oder? Weiß ich nicht. Nee, da habe ich die passende Kette auch zu. Ich glaube, das habe ich mal irgendwie in einem Adventskalender drin gehabt. Aber mir kam dieser Style so bekannt vor. Oder in einer Yoga-Junkies-Box? Nee, weiß ich nicht. Das, ist halt so eine doppellagige Kette. Und das eine ist so diese Schlangenketten. Ich weiß, so in der Art, würde ich sagen. Das ist, wenn ich die als Kette habe, dann verheddern sich meine Haare da drin. Und da sind halt auch so Glieder dazwischen, was ich schön finde. Diese Perlen, also diese Kugeln. Und das andere ist halt wie eine ganz normale Kette. Sieht mega schön aus, ne? Also sowas mag ich echt gerne leiden. Dann noch in so einem hübschen Samtsäckchen. Das ist schon hübsch, ne? Dass du sowas mit da drin hast, beschwerst du dich nicht. Okay, dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das sind Karten. Schön. Aber interessante Karten. Okay, ich glaube, hier wurden irgendwelche bekannten Kunstwerke so ein bisschen aktuell angehaucht. Ich weiß nicht. Muss ich gleich mal gucken. Jungle of the Carnivores steht hier hinten drauf. Aha, Jonas Loos Art. Sagt mir nichts, aber sieht schon fancy aus. Nehme ich gerne für Verlosung solche Karten. Dieses Zebra ist ein Traum. Das heißt Zebra Heels. Oh mein Gott. Man bekommt wohl diese Bilder auch als Poster, steht hier hinten mit drauf. Das finde ich, das ist diese, also die Frau mit dem Perlenohrring oder hier hinten The Girl. Ne? Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Ich glaube, so heißt der das Bild, oder? Geil. Also das finde ich witzig, tatsächlich. Dann haben wir hier von Gokosch einen Stift drin. Den hatten wir schon öfters drin. Ich glaube, den werde ich nicht in meinem Fullface Beautyboxen verwenden, weil ich den letztes Mal so in der Art schon verwendet habe, in einer etwas anderen Farbe. Den hatten wir, glaube ich, in der Pinkbox. Und da hat es mir tatsächlich nicht so gut gefallen, weil ich bin eher so ein Fan von Lidschattenpaletten, ne? Muss ich mal gucken, ob ich den dann verwende. Das hier sind zwei verschiedene Farben. Das eine ist halt so ein, das eine ist Rosé und das andere ist so cremeweiß, ne? Also für einen schnellen Look ist es ganz nice. Und das ist im Prinzip auch eine coole Technik. Du hast die Farbe in diesem Deckelchen drin und dann ist da so ein kleiner Schwämmchen-Applikator mit in dem Stift verbaut und dann drehst du es einfach und dann kannst du es auf das Auge aufbringen. Super easy, super schön und geht nicht kaputt, wenn du verreist oder so, dass du Angst haben müsstest, dass deine Lidschattenpalette brechen würde oder so. Von daher eine ganz nice Kiste. Beauty to go steht hier auch drauf. Ist, wie gesagt, eine nice Kiste, aber nichts für mich, weil ich sowas nicht wirklich verwende. Jetzt kommen wir zu den größeren Produkten. Die liegen hier unten nämlich drin. Da entferne ich mal eben kurz das Krüppelpapier. Und da haben wir zwei Sachen drin, was ich schon mal extrem cool finde, weil ich mir auch wirklich überlegt habe, sowas zu holen, wobei ich hier jetzt bei dem Duft etwas abgeschreckt bin. Und zwar habe ich ja Probleme mit meiner Kopfhaut und habe überlegt, mir Head & Shoulders zu holen, weil das ja gegen Schuppen wirkt. Anti-Schuppen-Shampoo, Supreme Feuchtigkeit mit Argan und Kokosöl. Da habe ich hier einmal das Shampoo in der Full Size mit dabei, was echt nice ist, ne? Aber ich muss mal gucken, ob ich den Kokosduft mag. Passt jetzt natürlich, ne? Also so dieses... für mich. Er riecht aber okay. Da riechst du mehr den Argan. Du riechst auch ein bisschen dieses Kokos, aber es riecht nicht so super künstlich. Und hier haben wir halt dann noch die passende Spülung mit 220 Millilitern. Eigentlich für mich perfekt aktuell. Muss ich mal schauen, ob ich das dann auch verwenden werde. Aber ich finde es cool, dass wir hier in einer Full-Size Shampoo und Spülung mit dabei haben. Da schon mal Chapeau. Da haben sie sich echt gut was überlegt, ne? Das gefällt mir. Dann haben wir hier noch ein bisschen was drin. Was bist du denn? Azao, von Natur aus wach. Granatapfel mit Bio-Minzextrakt und Guarana. Ja, wir haben auch manchmal hier Food mit dabei, ne? Ist jetzt 19.24 Uhr, da brauche ich jetzt keinen Energy-Drink mehr geben. Gebe ich mir morgen früh und dann kann ich euch in der Infobox mal schreiben oder hier mal reinschreiben, wie das so geschmeckt hat. Ansonsten ab und an trinke ich mir gerne mal sowas, ne? Das ist vollkommen legitim. Ja. Und dann haben wir hier noch mit dabei El Decoración Enchanted Irvi. Hä? Egal. Das muss ich gleich suchen. Das hier ist irgendeine Dose. Perfect Finish Endless Protection
Was ist das? Weiß ich noch nicht, was das ist. Ist das eine Creme oder sowas? Muss ich mal gucken. Weil ich habe hier noch ein Produkt drin und hier stand irgendwas von einem Dermaroller. Aber ich habe hier keinen Dermaroller drin, Leute. Ach so, das ist ein Gutschein dafür. Okay, jetzt habe ich es verstanden, weil in diesem Spoiler stand, mein Highlight ist der Dermaroller, bla bla bla. Okay, so, Ivy, was bist du denn? L-Dekoration. Farbtöne entdecken. Die traditionsreiche britische Farben... Der traditionsreiche britische Farbenhersteller Crown Paints und das weltweit führende Designmagazin L Decoration haben gemeinsam eine neue Farbkollektion für den internationalen Markt geschaffen. L Decoration by Crown vereint dabei die britische Farbtradition Crown Paints mit der hochkarätigen Designexpertise von L Decoration. Ausgewählte Töne stellen in diesem Frühjahr die Trendfarben dar, die wir Ihnen in der Instabox präsentieren. Mut zur Farbe erlaubt. Und dann hast du hier einen 10% Code. Hä? Ist das Wandfarbe? Farbtöne entdecken? Also es sieht aus wie ein Farbpöttchen, ne? Haben die hier ernsthaft einen Farbpott reingemacht? Feiere ich jetzt nicht so hardcore, weil ich weiß jetzt gerade nicht, was ich in grün streichen will, muss ich gestehen. Oder... Okay, ich glaube, da ist wirklich Farbe drin. Also, wo habe ich das denn gerade gesehen? Da. Hier ist nämlich so an diesem Deckel so ein Farbrest. Ich weiß nicht, ob man das hier dazwischen irgendwo sieht. Deswegen, ich brauche jetzt keinen Farbpott aufmachen, ne? Dann habe ich mir nachher die ganzen Hände eingesaut. Feiere ich jetzt nicht so. Hä? Okay, so und jetzt komme ich zu dem Ding. Was hier gar nicht drin ist, wo wir nur den Gutscheincode zu haben. Aber wir haben hier eine Dermaroller-Maske mit drin. Die Original Dermaroller Intensive Hyaluronic Moisturizer. Das ist ein Produkt, was du mit diesem Dermaroller entsprechend einrollen kannst. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was das jetzt für einen Sinn hat, weswegen der Microroller nicht mitgeschickt worden ist. Original Dermaroller im Wert von 59,90 Euro gibt es hier für Umme mit dabei. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden. Versand innerhalb Deutschlands kostenlos. Alle anderen Länder sind vom kostenlosen Versand ausgeschlossen. Das ist bis zum 31.03.2022 gültig, also ein Jahr. Der Rabattcode ist für den Roller gültig. Xellaris Pro HC902 und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ja gut. Ich muss aber gestehen, dass das ein Gutscheincode ist. Den werde ich jetzt nicht in die Kamera halten, aber das ist ein Gutscheincode, der nicht individuell ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, ich meine gut, ich werde die 59,90 auch zu dem Gesamtwert hinzufügen, ne? Also den ich auch ausrechnen werde. Aber irgendwie ist es jetzt nicht ein explizit für Instabox-Kunden Rollvieh. Vielleicht haben die das auch nicht überall mit reingepackt, weil das wirklich so ein hochpreisiges Gerät ist und man halt irgendwie Angst hat, dass die Person, die den bekommt, den ich nutzen würde, weiß ich nicht. Und das dann weiß ich nicht. Oder die hatten nicht genug da. Oder der hat nicht mehr in die Box gepasst, weil die ja schon so voll ist. Also ich verstehe es nicht. Ne? Also ich verstehe es generell nicht. Ich hatte auch schon mal zur Adventskalenderzeit, dass halt ein Gutschein für eine Weinflasche oder so auch mal mit dabei war, wo ich auch gedacht habe, hä? Warum? Warum ist die Weinflasche da nicht drin? Da habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht an Versandgeschichten liegen oder Alkohol oder so. Keine Ahnung. Ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Bin ich ehrlich, ne? Fand es jetzt, naja, merkwürdig halt auf jeden Fall. Egal, das sind jetzt die Produkte, die in der Box drin sind. Auch wenn dieser Dermaroller jetzt nicht mit in der Box drin gewesen wäre, wäre es meiner Meinung nach eine coole Box gewesen. Schöner Inhalt, abwechslungsreiche Produkte, bist du von Kopf bis Fuß gepflegt? Nee, gepflegt nicht, den Kopf hast du gepflegt, ne? Genau, ansonsten haben wir keine Körperpflege oder so dabei. Also das Gesicht ist nice. Ja, also für mich eine lohnenswerte Geschichte. Das mit dem Dermaroller muss ich nochmal ein bisschen testen. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie ich das so finde. Ich habe mir auch mal einen Dermaroller gekauft, bin ich ehrlich. Habe ich ja auch neben mir in der Schublade liegen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor diesem Microneedling, sowas zu Hause zu machen. Ne? Weil man muss da
furchtbar aufpassen, damit du deine Haut nicht kaputt machst. Schreib mir gerne in die Kommentare, falls du Erfahrungen mit Microneedling hast oder mit diesem Dermaroller, wie das so bei dir funktioniert hat und ob du das empfehlen kannst. Genau, ich werde mir den holen, definitiv, um das mal mit euch zusammen auszuprobieren. Hab aber ein bisschen Angst, Leute, ne? Ihr Lieben, das war jetzt der Inhalt der Box. Irgendwie schließe ich mit komischen Gefühlen ab. Ein Dermaroller, der nicht drin ist. Ein Farbpot, den ich merkwürdig in einer Beauty- und Lifestyle-Box finde. Aber irgendwie auch cool, weil sowas hatten wir echt noch nie. Jo, und das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!